Oida, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit dem Video zu meinem letzten Mewtwo X-Raid. Am Mittwoch, ich hatte zwei, konnte nur zu einem hingehen. Immerhin einer. Besser als keiner, weil ich dachte ursprünglich, ich kann zu keinem von den zwei. Und da habe ich ein relativ gutes Mewtwo gefangen. Wie gut, das seht ihr gleich noch. Aber davor wollte ich noch über eine andere Sache reden. Und zwar ist ja morgen C-Day. Und ich habe gerade zufällig ein Video gesehen, oder wurde mir vorgeschlagen, von Puki. Der hat gerade einen Despot entwickelt. Was halt nicht so schlau ist, weil am C-Day sollte man den entwickeln, damit er die neue Attacke bekommt. Deswegen dachte ich mir, reden wir nochmal kurz über den C-Day. Ein paar Infos, wann das alles anfängt und so, weil da werde ich auch immer oft gefragt. Also, C-Day ist am Samstag, das ist einmal im Monat und dieses Mal ist das Event-Pokémon Lavita. Wenn man es während der 3 Stunden entwickelt zu Despota, kriegt es die neue Attacke Katapult. Und dadurch wird Despota zum besten Gesteinsangreifer. Deswegen ist es wichtig, in den 3 Stunden sich mindestens ein Despota zu entwickeln. Am besten eigentlich 6. Also ich werde mir 6 machen. Also, einen solltet ihr euch auf jeden Fall machen. In den 3 Stunden. Und zwar zwischen 11 Uhr und 14 Uhr läuft das Event. Es gibt immer einen kleinen Bonus. Dieses Mal ist es dreifach EP. Mit Glücksei 6-fach. Aber nur fürs Fangen von Pokémon. Das heißt nicht für Raids oder Entwickeln oder so gibt es extra EP. Sondern nur fürs Fangen. Was auch geil ist. Zusätzlich haben wir ja immer noch das Wasser-Event. Mit dreifach Staub. Lavita, also dreifach Staub gilt nur für Wasser-Pokémon. Lavita ist keins, also müsst ihr auch dementsprechend ein paar andere Sachen fangen, falls ihr das Event auch noch ausnutzen wollt. Aber 6-fach EP mit Glücksei für jedes Lavita, das ihr fangt. Und allgemein was, alles, was ihr fangt während der Zeit. Aber hauptsächlich Lavitas. Und wie gesagt, wenn ihr das Lavita zu einem Despota entwickelt während der 3 Stunden, dann kriegt es die neue Attacke Katapult, wird dadurch zum besten Gesteinsangreifer. Und der Unterschied zwischen einem Gesteinsdespota mit 2 Gesteinsattacken zu einem Geowatz ist enorm. Ein, was war das, 0% Level 27 Despota ist besser als ein 100% Level 40 auf Max gepushtes Geowatz. So groß ist der Unterschied. Deswegen auch noch ein weiterer Tipp, entwickelt was ihr wollt. Viele fragen dann auch, Horn, wie findest du überhaupt 6 Lavita, die gut genug sind, dass du sie zu Despota entwickeln willst? 0% verglichen mit 100% und der Unterschied, wissen wir, ist gar nicht so groß. Dementsprechend, meine Auswahl ist auch relativ groß. Ich werde eine Menge Sachen entwickeln, die ich normalerweise nicht entwickeln würde, weil einfach die Zeitspanne zu gering ist. Man hat nur diese 3 Stunden, man muss nehmen, was man kriegt und das entwickeln. Man darf da halt echt nicht zu pingelig sein und, keine Ahnung, nur 91% aufwärts oder so entwickeln. Das geht halt echt nicht. Ich werde ein paar Sachen entwickeln mit guten Werten, zum Beispiel 15 Angriff oder so. Aber gleichzeitig werde ich auch ein paar entwickeln, die einfach vom Level her schon direkt sehr hoch sind. Kann sein, dass die sehr schlechte IV haben. 40, unter 50 oder so, aber schon 700 WP oder so. Wenn du den entwickelst, der kommt über 3000 ohne Pushen. Also da ist mein Tipp auf jeden Fall, fokussiert euch nicht zu sehr auf die IV. Und macht eine Menge Bonbons. Eine andere Strategie, verfolgen, ich weiß nicht, ob die es echt verfolgen werden, aber die man sich mal überlegen kann, ist, auf Despota Raid Tour zu gehen. Despota, die man während des C-Days fängt, haben auch die neue Gesteinsattacke. Okay, du hast keine Chance auf Shiny, falls dich Shiny interessiert. Aber, weil es halt in den Raids ist, ist die IV-Chancen, sind die IVs besser. Minimum, was war das, 66% oder so. Also Minimum der zweite Satz. Aber ohne Maps frage ich mich echt, ob man da genug Despota Raids findet. Ich meine, ich habe heute zum Beispiel den ganzen Tag keinen einzigen gesehen. Also das wird echt schwer, genug Despota Raids ohne Map zu finden, dass sich das in den 3 Stunden lohnen würde. Und ich glaube, also ich würde davon abraten, ich glaube echt nicht, dass sich das lohnen wird. Aber ich lasse mich gern von dem Gegenteil überzeugen. Kann schon sein. Das war es eigentlich so. Also ich werde am alten Nordfriedhof sein, nicht im Parsing. Weil A, Parsing zu weit ist und weil die meisten, die ich kenne, beim alten Nordfriedhof sein werden. Der alte Nordfriedhof hat genügend Stops. Bisschen weniger natürlich als Parsing. Aber ist gleichzeitig ein Nest. Das heißt, die Nest-Pokémon, die Nest-Spawns, verwandeln sich auch in Lavita. Dadurch gibt es eigentlich immer eine Menge Pokémon am C-Day. Vom C-Day-Pokémon natürlich. Ansonsten halt genügend Sananabären und Hyperbälle. Und auf geht's zum C-Day. Ja, das war's so vom C-Day. Und jetzt zeige ich euch noch mein Mewtwo. So, da haben wir den X-Raid. Ich drück mal direkt Play. Oh, Moment, Sound aus. Der stört nur. Ich weiß gerade nicht, wievielte das ist. Nummer 13, vielleicht Nummer 14. Vielleicht sogar Nummer 15 schon. Hab jetzt aber auch schon 3 oder 4 Mewtwo verpasst.
Und das ist der Steinbrunnen. Das ist mein dritter X-Raid beim Steinbrunnen. Und die ersten zwei habe ich verpasst, bin nicht hingegangen. Also zum ersten Mal bin ich da am Steinbrunnen. Springen wir mal vor. So. Okay. Da, sechs Leute. Es kam Fokusstoß, deswegen wurde mir dieses Team hier ausgewählt. Gengar ist nicht schlecht. Und die anderen Sachen sind okay. Sind halt resistent gegen Psycho. So. Und auf geht's. Also ich habe jetzt auch nicht so die Zeit gehabt. Ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Da jetzt gute Konter rauszusuchen. Wollte das einfach relativ schnell hinter mich bringen. Weil es war natürlich während der Mittagspause. Bin schnell hin, musste schnell zurück. Ist meistens so jetzt bei den Mewtwo X-Raids. Manchmal kommt die auch am Abend, so 17, 17.30 Uhr. Dann kann man mal eine Stunde früher gehen, den auch noch machen. Aber ansonsten sind die Zeiten halt ziemlich schlecht. Aber es gibt langsam wieder Hoffnung. Der nächste X-Raid wurde auf Donnerstag bereits vorgelegt. Kann sein, dass dann demnächst Freitag kommt und dann wieder Samstag, Sonntag. Das wäre echt super. So, sechs Leute. Dementsprechend dauert das auch seine Zeit. Jetzt kämpfen ein paar Verrückte mit Lugia, Ho-Oh. Aber kein Problem, Mewtwo echt. Schon schade, wie schwach der eigentlich ist, weil es ist eigentlich Mewtwo, Mann. Und wir kloppen hier mit echt Müll auf Mewtwo drauf. Auch ich mit meinem Lugia, aber wie gesagt, ich war echt abgelenkt mit anderen Sachen. Ich habe auch letztens ein Video hochgeladen, mit wo zwei Leute Mewtwo besiegt haben im Duo Raid. Und ja, ich habe da nicht aufgepasst. Die IV von den Despotar war ein bisschen besser, als ich gesagt habe, aber hat ja eben am Ergebnis des Videos nichts geändert. Die haben ihn ja trotzdem zu zweit besiegt. So. Ist gleich down. Ich glaube, ich muss einmal wechseln. Die Lugia echt schlecht. Psycho auf Psycho. So, was habe ich da noch? Gengar, alles klar. Gengar ist geil. Zockt eine Menge Schaden. Überlebt Fokusstoß. Im Gegensatz zu Despotar. So. Aber trotzdem hätte man auch Despotar da auspacken können. Stirbt halt schnell, aber verteilt auch ein bisschen Schaden. So. Und mein 100er Max Latios, den ich neulich gemacht habe. Der kommt auch zum Einsatz. Sein erster Einsatz, glaube ich. Ich hätte auch meinen Ho-Oh auspacken sollen. Der hätte auch seinen ersten Einsatz verdient. Aber naja. So, haben wir ihn gleich besiegt. Ich glaube, Latios ist mein letzter. Also einmal muss ich wechseln. Ja. Schnell wieder rein. Dun dun dun. Pinsir. Pinsir wird mir ausgewählt. Alles klar. Aber kämpfen tue ich nicht mehr mit Pinsir. Und ja, ich komme zurück und der Kampf ist eh fast vorbei. Ja, und schauen wir mal, wie gut dieses Mewtwo sein wird. Also ich will nicht irgendwie clickbaiten oder so. Das ist nicht mein dritter 100er. Aber knapp vorbei. Knapp vorbei an meinem Tattoo. Ich habe gesagt, bei noch einem 100er mache ich mir ein Tattoo mit 2275. Es ist richtig knapp vorbei. Aber knapp daneben ist auch vorbei. 2269 ist ein 98er. Und schauen wir mal, ob ich den bekomme. Erster Ball excellent. Was bei mir nicht immer passiert. Weil der erste Ball ist irgendwie meistens immer great. Aber ist drin geblieben. Erster Ball drin. 98er Mewtwo. Der drittbeste. Ich freue mich. Hat auch noch Angriff 15, KP und Angriff 15. Ja, was will man mehr? Ich bin zufrieden mit dem 98er. Der dritte 100er, das wäre echt zu krass gewesen. Aber hey, wenn nicht 100, dann 98. Schreibt unten in die Kommentare, wie euer Mewtwo Raid so lief. Ich habe auch viele Nachrichten bekommen. Ein paar 100er waren am Start. Viele haben 98er gefangen. Also echt eine gute, ich muss sagen, echt eine gute Ausbeute dieses Mal. Für viele. Lag wahrscheinlich dran, dass es zwei am Mittwoch kam. Deswegen die doppelte Chance. Aber wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch lief. Wie gut waren eure Mewtwos, falls ihr zwei hattet.
Falls nicht, dann wie gut war euer Mewtwo, eins davon. Oder schreibt rein, ob ihr überhaupt einen X-Ray hattet. Oder schreibt rein, ob ihr X-Ray hattet, aber nicht hingehen konntet. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.